Leute, hier ist euer GreenLLP und es geht weiter mit dem Microsoft Flight Simulator X. Wir sind im vorigen Part mit dieser Boeing 737 da hinten in Hamburg gestartet, wo es auch beim Start nicht ganz so toll gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir sind trotzdem noch in die Luft gekommen und jetzt schaue ich da gerade mal, jetzt will ich nur diese gestrichelte Linie, ist der Autopilot-Kurs, auf die magentafarbene Linie bringen, die wir fliegen sollen. Deswegen habe ich das da mal hingestellt. Und so, mein lieber Co-Pilot, was sagst du zu der ganzen Sache? Nichts! Ihm bleiben die Worte weg. Ich weiß nicht, warum der da diese witzigen Streifen zieht, aber jetzt zeige ich euch mal die Ansichten. Das ist die Kontrollturmansicht. Wenn man da mal hinzoomt, sieht man nichts. Dann ist das da. Da habe ich auch schon mal so ein Video hochgeladen. Die Passagierperspektive, obwohl die Fenster eigentlich da sind, aber ja, kann man so. Und mehr gibt's nicht. Doch, dann gibt's die Co-Piloten-Perspektive. Die finde ich auch ganz schön. Boeing 37 Whiskey, contact Lehman Center on 119.825. Okay, wir sollen Bremen Center rufen. Bremen Center, Boeing November 737 Whiskey is at 900,000. Und jetzt sind wir gleich auf 10.000. Dann können wir nämlich beschleunigen. Und die Landescheinwerfer machen wir mal aus. Und wir können schon mal beschleunigen. Auf, was weiß ich, 310 oder 330 ist fast schon zu viel. 320 würde in meinen Augen genau richtig sein für diesen kurzen Flug. Auf längeren Flügen fliegt man natürlich schneller und weil wir Autothrottle aktiviert haben, gibt er jetzt auch vollautomatisch Gas. Ich tue nichts beim Joystick. Und es passiert auch nichts, wenn ich was tue. So, jetzt nimmt er von selbst wieder das Gas heraus. Und jetzt schauen wir mal, wir sind genau auf der Linie. Das ist doch fein. Genau. Es hat 6 Grad hier heroben auf 11.000 Fuß. Und weil es jetzt gerade so schön ist, lese ich euch mal was über den Flughafen Hamburg vor. Nur genau, jetzt gibt's das Tool, Zeitbeschleunigung, Optionen, Simulationsrate vierfach und jetzt geht's vierfach so schnell, wie ihr seht. Jetzt mache ich das mal groß. Jetzt lese ich euch was vor über den Flughafen München, wo wir ja jetzt hinfliegen. Der Flughafen München, Franz Josef Strauß, liegt 28,5 Kilometer nordöstlich von München im Erdinger Moos in unmittelbarer Nachbarschaft zu Freising und wird durch die Flughafen München GmbH, kurz FMG, betrieben. Er wurde am 17. Mai 1992 in Betrieb genommen und ersetzte den Flughafen München Riem, der wegen zu dichter... Okay, jetzt muss ich da wieder die Höhe nachstellen. Gleich, wenn wir auf 19.000 sind. Genau. Tunana Zero und Tri-One. Ich stelle gleich auf 310, das ist nämlich unsere Reiseflughöhe. Genau.
So, wo war ich? Der Flughafen München zählt zu den größten Luftfahrtdrehkreuzen in Europa oder Europas. Rund 100 Fluggesellschaften verbinden ihn mit 230 Zielen in 70 Ländern. Insbesondere für die Lufthansa und die Partner der Star Alliance ist der Flughafen München ein wichtiger Zentralknoten, der heute einen durchschnittlichen Umsteigeranteil von 40% aufweist. Das heißt, da fliegen Leute hin und steigen von dort dann um und fliegen woanders hin. Jetzt machen wir das nochmal groß, weil jetzt müssen wir da gleich eine Kurve fliegen. Und wir würden auch die Anweisung bekommen, aber ich mache das gleich gerne so, dann braucht er mich gar nicht erst auffordern. Wie spät haben wir es? Okay, ich kann noch ein bisschen aufnehmen. Genau, 310. Das habe ich schon eingestellt. Dann bestätigen wir. Drehen noch ein bisschen nach und dann kann ich mal weiterlesen. Gemessen an der Zahl der Reisenden belegt er 2012 den zweiten Platz in Deutschland nach Frankfurt am Main. Okay, jetzt ist er automatisch in den Horizontalflug übergegangen und nimmt auch den Schub weg. Nach Frankfurt am Main. 2012 wurden über 38 Millionen Passagiere abgefertigt. Im internationalen Vergleich liegt der Flughafen nach der Passagieranzahl auf dem 7. Platz in Europa und auf dem 26. Platz weltweit. Während der Bauphase trug der neue Flughafen München den Arbeitstitel Flughafen München 2, um ihn von dem bis 1992 betriebenen Flughafen München-Riem zu unterscheiden. Später erhielt er seinen Beinamen Franz Josef Strauß, der zwar in offiziellen Dokumenten der Fluggesellschaft keine Verwendung findet, aber dennoch fast ebenso häufig verwendet wird wie ohne Beinamen. Beim World Airport Award 2012 des Unternehmens Skytrax wurde der Flughafen München zum zweitbesten Flughafen Europas gekürt. Befragt wurden über 12 Millionen Passagiere. Im weltweiten... Okay. Wir müssen Berlin Center rufen. Ein bisschen nachdrehen. Berlin Center, Boeing November 737 Whiskey, Berlin Center, Roger. Und mit Umschalt 3 macht man das GPS auf, wo man schauen kann, wo wir schon sind. Okay, circa die Hälfte haben wir schon. Das ist gut. So, wo waren wir? Im weltweiten Ranking erreichte der Flughafen München den 6. Platz. Die geplante Erweiterung um eine dritte Startbahn und Landebahn wurde am 17. Juni 2012 durch einen Bürgerentscheid der Landeshauptstadt München vorerst gestoppt. Das war alles, was ich über... Aha. Wir müssen da was nachdrehen. Das war alles, was ich über den Flughafen München vorlesen konnte. Jetzt mache ich nochmal einen Screenshot. Genau. Und so nochmal einen. Dann habe ich eine größere Auswahl als von den Thumbnails. Da ist Echo Delta Delta. Echo, das ist Erfurt. Also jetzt habt ihr einen Überblick, wer sich in Deutschland auskennt. Da ist Erfurt, die Stadt und Flughafen. Und da
müssen wir auch schon wieder drehen. Da oben ist auch ein Flugzeug. Berlin Center, Brahma Delta, Echo Sierra, November Echo. Berlin Center, Roger. Oh, Brahma Sierra, November Echo. 127.6. Brahma Sierra. Drehen wir noch ein bisschen nach. Und ja, lang werden wir eh nicht mehr auf unserer Reiseflughöhe bleiben. Denn hier sollten wir dann schon wieder zum Sinken beginnen. Hyper Delta, Echo Sierra, November Echo. Berlin Center, Roger. Altimeter 2992. Dann, also da ist ja viel Verkehr, vielleicht sollte ich mal den Verkehr ein bisschen runterdrehen in den Settings. Man weiß ja nicht. So, und so fühlt es sich an, über Deutschland zu fliegen. Ich könnte jetzt, auch noch was über den Flughafen Hamburg vorlesen. Da steht eh nicht so viel, aber das, ich würde sagen, ich lese nur... Was ist denn jetzt mal los? Was macht er da? Ich weiß nicht, warum er die 80s... Wir sollen Center rufen. Es geht nicht. Was soll ich denn? Was ist das? Es geht nicht, weil der... Ja, ich versuche ja zu bestätigen. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt geht's. Ich weiß ja nicht, was jetzt los war. Ja, wo war ich denn geblieben? Ich werde immer nur vom Zielflughafen was vorlesen, weil wenn wir jetzt noch einmal von Hamburg irgendwo wegfliegen oder hinfliegen, dann habe ich ja da nichts mehr zum Lesen und irgendwie ist das einfach besser so. Ach Gott, ich bin heute schon müde. Es ist, wie spät ist es? 23.43 Uhr. Seht ihr, da habt ihr's. Und ich bin einfach schon wahnsinnig müde. Hab heute gearbeitet auch. Ich habe so einen kleinen, naja, gearbeitet. Kann man, arbeiten. Ich will ja jetzt nicht zu viel Privates von mir erzählen. Warte, wir haben unseren IFA-Flugplan verloren. Ich muss nur schnell einen erstellen. Das seht ihr. Wahrscheinlich nicht, aber ich bin schon wieder hier. So. Eiferfreigabe anfordern. Genau. Wir sollen schon sinken auf Flight Level 180. Das entspricht 180.000 Fuß. Das stellen wir hier mal ein. Was habe ich heute? Nie schaffe ich's. Und wie dann der Sinkflug weiter verläuft mit der Landung, das seht ihr dann im nächsten Part.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt weiter. Schaut weiter meine Let's Plays. Macht's gut. Euer GreemLLP.